Also die Idee, Barbara the Lovers auf CD aufzunehmen, liegt schon sehr, sehr lange zurück. Wir waren 2014 mit dem Orchester in Amerika auf Konzertreise und hatten die Möglichkeit, dort mit Donald Nelly und den Universitätschören der Northwestern University zusammen Barbara the Lovers kennenzulernen und aufzuführen. Und da war klar, das wird nicht unser letztes Mal sein. Wir haben dieses Stück lieben gelernt und die Zeit dort war viel zu kurz, um sich mit dem Stück ausgiebig zu beschäftigen. Die Herausforderung bei Orchesteraufnahmen und speziell auch dieser ist, alle Faktoren, und es gibt so viele, zusammenzubringen. Einfach die Faktoren Raum, Menschen an einem Ort zusammen, Regieraum, der verfügbar ist. Das sind Komponenten, die gar nicht so einfach erstmal zu erfüllen sind und war auch eine Herausforderung speziell bei dieser Aufnahme. Ich habe den Landesjugendchor vor 2 Jahren übernommen und fand das Repertoire einfach sehr, sehr passend. Es ist ein sehr, sehr guter Partner. Wir haben nicht nur gute Musik gemacht, wir haben auch menschlich sehr, sehr gut zusammengepasst. Und so war die Aufnahme sicher ein Erlebnis, glaube ich, für beide Gruppen. Ein Orchester ist ein Ensemble, was im Raum erklingt, was im Raum interpretiert und musiziert. In dem Fall mussten wir mit dem Raum uns sehr adaptieren und der Klang auf der Aufnahme ist schon ein anderer als in dem Raum selber, weil der Raum selber nicht der große Konzertsaal an sich war. Der deutsche Chorklang, sage ich mal, ist auch was, was die Amerikaner paradoxerweise sehr, sehr lieben. Und ich glaube, diese Kombination ihrer Musik mit diesem Klang verbunden zu wissen, wird die CD, glaube ich, vor allen Dingen in Amerika sehr, sehr populär machen. Die meisten der großen Profi-Orchester nehmen ja heutzutage nur noch live auf. Das heißt, man hat 1 oder 2 Konzerte, die dann irgendwie mit der Generalprobe kombiniert werden. Hier mit den jungen Musikern, die natürlich mit vollem Engagement bei der Sache waren, konnten wir tatsächlich 4 Tage lang uns die Zeit und die Ruhe nehmen und in aller Konzentration eben 4 Tage lang dieses Werk einspielen. Also eine ganz professionelle, ganz luxuriöse Aufnahmesituation auch. Ich kenne Martin Hessler schon sehr, sehr lange. Wir haben sehr, sehr viel in Leipzig Musik zusammen gemacht. Wir haben Oratorien aufgeführt, wir haben große Messen aufgeführt und viele Sachen haben wir zusammen auch das erste Mal kennengelernt und so war er für mich die erste Wahl. Schon aus dem Grund, dass er in London einfach als Muttersprachler quasi jetzt agiert oder quasi Muttersprachler agieren kann, war das eine sehr, sehr gute Wahl. Das war eine große Freude, dieses Orchester zu erleben. Eine unglaublich hohe Qualität im Musizieren. Vor allen Dingen macht mich froh, dass da so eine Lebendigkeit mit dem Jugendsinfonieorchester gelungen ist für diese Aufnahme. Ich glaube, das Besondere an dieser CD ist die Kombination aus großartiger Musik und großartigen Ensembles. Wir haben es mit sehr, sehr vielen jungen Musikern zu tun, die natürlich mit diesem Gebiet oder sagen mit dem Themengebiet auch ganz anders umgehen als Erwachsene. Wir haben mit der Stückauswahl halt Stücke getroffen, die nicht nur selten aufgeführt sind und auch selten aufgenommen, sondern die einfach trotzdem ein ganz, ganz wichtiges Repertoire der amerikanischen Chormusik darstellen.